So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klangbilds hier im FS1 Studio. Zugeschaltet ist bei mir jetzt Chili and the Tonic Fish. Und bevor wir uns jetzt unterhalten, schauen wir uns ein kurzes On-and-All-Video an. Und danach würde ich sagen, machen wir das Interview. It's just another morning and we sit here doing our time. Writing a postcard to a friend, and with every line we tell that we're fine. We're having peanut butter toast with Greek strawberry jam, Spanish tomato, angina from Japan. So all in all, we are kinda happy. All in all, we are kinda fine. We like the apartment, like the atmosphere, but there's not much going on at this time of the year. So all in all, we can say we're troubled. It's never been that good before. Everything's alright, we really can't complain. We read the papers in the morning and at night, we watch television. So all in all, we are kinda happy. So all in all, we like our routine. We have sex every Sunday, 'cause we work throughout the week. Of course we worry about the climate change every time we think of it. But all in all, we can say we're troubled. All in all, we're living every day. We got holidays in June, we hope these words find you well. Come visit soon. Also wer ist jetzt Chili und wer sind die Tonic Fish? Also ich bin Chili. Und ich bin ein Teil von den Tonic Fish. Also die Tonic Fish, jede Menge Menschen. Und genau, und die haben nicht alle heute hier in diesem Raum Platz. Und deswegen machen wir das nur zu zweit. Und ja, und die großartige Kathi vertritt die Tonic Fish. Das ist eh ganz gut. Wer seid ihr denn? Seit wann gibt es euch denn? Also prinzipiell ist die Band gegründet worden 2009 oder 2010 in Salzburg, und damals unter dem Namen Chili and the Whale Killers. Und genau, und dann hat die Band über Jahre hinweg existiert und jede Menge Konzerte, Tourneen und so weiter gespielt, und jetzt sind wir hier mit wieder zwei neuen Singles und einem neuen Namen, Chili and the Tonic Fish. Ich bin ja eher mehr Fan von Tonic als jetzt von Whale Killers. Das passt dann eh ganz gut. Welches Instrumentespektrum habt ihr denn? Weil ich habe gelesen, ihr seid ja zu fünft. Was ist da alles so vertreten? Boah, grundsätzlich eigentlich eine ganze Menge. Also begonnen bei elektrischen Gitarren, Bass, E-Piano, Orgel, Schlagzeug, Percussion. Aber dann auch gerne mal so Mundharmonika oder Ziehharmonika. Saxophone, Trompeten, also die Liste ist Klarinetten, die Liste ist richtig lang. Also wir, die Liste ist Klarinetten ziemlich lang. Also wirklich, was vielleicht ist schneller zu sagen, was nicht vertreten ist. Aber wie war es jetzt in der Konstellation? Wart ihr da schon bühnenmäßig für unterwegs, also unter dem neuen Namen? Unter dem neuen Namen noch nicht. Also der neue Name ist sehr, sehr, sehr frisch, aber die Konstellation ist die gleiche. Also die Formation in der Form, genauso wie sie jetzt ist, existiert doch schon wieder einige Zeit. Und wir haben auch einige Tourneen schon gespielt und waren viel unterwegs in genau der Besetzung, in der wir jetzt auch weiter arbeiten. Aber unter dem neuen Namen noch nicht. Das beginnt erst mit September.
Okay, dann komme ich auf das später noch zurück, da habe ich dann eh noch eine Frage dazu. Kommen wir noch zum ersten Video, All in All. Ihr seht es in dem Song All in All, We're Kinda Fine. Also es ist sozusagen eine Hymne auf das Zuhausebleiben, das jetzt bis vor kurzem nur so richtig vonstatten gegangen ist. Durchaus. Also es ist schon ein Lied über diesen Rückzug ins Private. Und, im Grunde so ein fast schon ironischer Blick eigentlich auf diese Paarbeziehung, die da eigentlich geschildert wird. So, ja, das Zurückziehen, diese Routine, die stattfindet, dieses kleine private Glück vielleicht auch, aber eben ganz oft mit diesem ironischen Hinschauen, mit dem Ausdrücken. Ich glaube, es geht auch viel einfach um die Gefahr, die besteht oder die entsteht durch den Rückzug ins Private, um die Gefahr einer Entpolitisierung aufgrund dieses Rückziehens, aufgrund von Routinen, aufgrund des kleinen Glücks. Ich glaube, das birgt unterm Strich einfach enorm, enorm viele Risiken und stellt auch eine Gefahr dar. Und ich glaube, das ist all in all. So. Ja. Also die Gefahr, dass man quasi nicht mehr aktiv quasi Sachen unternimmt, oder was meinst du mit Entpolitisierung? Ja, ich glaube, es geht darum, dass man nicht mehr aktiv Sachen unternimmt, beziehungsweise dass man sein Lebenszentrum, seinen Lebensmittelpunkt in das Private verlagert, in die eigene Wohnung oder was auch immer, in einen Innenraum und beginnt nicht mehr aktiv an einer Öffentlichkeit teilzunehmen. Mhm. Ich glaube, das ist die Gefahr. Ja. Das trifft es, glaube ich, eh ganz gut auf den Punkt. Ich meine, so viele Demonstrationen gab es jetzt eh nicht, also außer spezifisch auf die Sachen, haben wir auch schon gemerkt, dass es alles ein bisschen zurückgezogen hat. Ich nehme mal an, das Lied ist eh während dem Lockdown entstanden. Das war eigentlich recht schön, weil Teile der Band haben den Shutdown gemeinsam verbracht. Das hat sich irgendwie zufällig so ergeben, weil ja dieser Shutdown eigentlich von jetzt auf gleich irgendwie passiert ist. Und dann sind irgendwie Teile der Band ja gemeinsam hängen geblieben in einer Wohnung. Und wir dann auch so eine Art Routine entwickelt haben. Und war richtig, richtig schön, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Auch wenn wir jetzt nicht besonders viel Musik gemeinsam gemacht haben, aber dieses morgendliche Aufstehen und Kaffee trinken, das vormittägliche Zeitung lesen, das nachmittägliche Herumtelefonieren mit anderen Menschen, das abendliche Nachrichten schauen. Ich glaube, das war auch so eine Form von Routine, die irgendwie zu greifen begann. Ja. Routine ist ja nicht nur schlecht. Das stimmt. Ja, und hier ist All in All entstanden, also unter anderem. Genau. Wir haben generell begonnen, irgendwie dann sehr viel Musik zu entwickeln und irgendwie einen Rahmen zu entwickeln, in dem Geschichten erzählbar sind. Und haben eigentlich begonnen, ein Album dann aufzunehmen in dieser Zeit. Und All in All, We Are Tourists, sind die ersten beiden Singles. Mhm. Das ist jetzt ungefähr so einen Monat her, würde ich sagen. Wie ist denn die derzeitige Situation? Trifft der Song immer noch ganz zu oder mehr so mehr oder weniger? wie meinst du, also ob was zutrifft? Also wie jetzt in dem Song redet über die Routine und so, weil jetzt ist ja die ganze Situation ein bisschen gelockerter, dass man wieder mehr raus darf und, also mehr raus darf, was heißt mehr raus darf, dass alles ein bisschen lockerer ist, die Masken werden schrittweise wieder zurückgefahren. Ist das dann noch immer so zutreffend, alles was in dem Song vorkommt, oder ist das schon ein bisschen hat sich verändert? Ich denke, es ist absolut zutreffend, weil ich glaube, dass das nicht unbedingt jetzt eine Covid-19-bedingte Problematik ist, sondern dass es eine generelle Tendenz gibt von sehr vielen Menschen,
sich zurückzuziehen und sich aus sich ins Private zurückzuziehen und um diese lineare Lebensentwicklung zu leben. Also dass du irgendwie dass du zuerst in die Schule gehst, dann machst du einen Abschluss, dann beginnst du zu arbeiten oder gehst vielleicht studieren, dann verliebst du dich in irgendwen und meistens ist es eine Hetero-Beziehung und das steht gar nicht so sehr zur Debatte, irgendwie andere Formen von Beziehungen zu denken. Es ist meistens monogam, es sind meistens zweier Beziehungen und hier dann so ein Leben vorprogrammiert ist. Dann kriegst du irgendwann Kinder, dann hast du irgendwann mal vielleicht ein Haus, dann hast du einen Hund, dann hast du ein Auto und du fährst in dieser Linie dahin. Und ich glaube, es ist unabhängig von Corona und diesem Shutdown, dass es diese Bestrebungen gibt oder diese Bewegung in diese Richtung. Und all in all erzählt das. Und ich glaube, durch Corona hat sich das Ganze etwas verschärft. Aber prinzipiell war es zuvor da und wird, glaube ich, auch jetzt nach Corona bleiben. Wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass momentan eigentlich sehr viel passiert. Also es gibt sehr viele Demonstrationen, es gibt politische Bewegungen, die richtig, richtig schön sind. Also in meinen Augen richtig, richtig schön. Es war für viele Leute wahrscheinlich Corona mehr so das Sprungbrett quasi in diese Routine rein, möglicherweise, weil man sie ja sowieso zurückziehen hat müssen. Kommen wir dann zu einem krassen Gegensatz zu diesen Tourists, also der andere Song, das ist ja vom Thema her, sagen wir, was ganz anderes, in die große, weite Welt. Jetzt würde ich erst mal fragen, wann ist denn das Videomaterial entstanden? Weil das ist sicher jetzt nicht vor ein paar Tagen entstanden, als der Song online gekommen ist. Boah, das Videomaterial ist ein Potpourri, eine Sammlung an Material, das wahrscheinlich teilweise Jahre zurückliegt. Also es sind private Aufnahmen und Found Footage von Reisen, die wir gemacht haben, von Eindrücken. Also es ist schon eine Zeit her, dass das zusammengekommen ist. Habe ich nämlich schon gedacht, weil es wirklich Videos von Ost nach West, Nord und Süd drin hat. Da ist ja quasi alles vertreten. Ja. Auch die Postcards to our friends. Das hört man in beiden Songs. Schreibt ihr gerne Postkarten? Großer Fan. Ganz, ganz, ganz gut. Also Postkarten, ich finde Postkarten haben den Vorteil, dass sie so überschaubar sind und dass du irgendwie relativ leicht, schnell irgendwas erzählen kannst. Und ich glaube, Lieder haben auch sehr viel mit Postkarten gemeinsam. Also oft tun ja Lieder so, als wären sie Briefe an irgendwen und meistens sind dann Lieder in Wirklichkeit viel mehr Postkarten an irgendwen, weil es nur 3 Minuten dauert. Würdet ihr euch jetzt selbst als Touristen bezeichnet, wenn ihr jetzt wie im Video quasi unterwegs seid, oder ist der Song mehr so ein, wie soll man sagen, so ein, zielt es mehr auf die Mainstream-Tourists ab? Also die, was man eben massenhaft sieht, auch in Salzburg zum Beispiel. Naja, sowohl als auch, oder? Wahrscheinlich. Also natürlich wandeln wir, genauso wie alle anderen Menschen in fremden Städten, auch gern mal durch die Gegend und fotografieren und sind Teil von diesem Rad, das da passiert. Ja, ich glaube, Tourists ist so, dadurch, dass wir ja alle in Salzburg aufgewachsen sind, und da irgendwie raus sind, hat Tourists einen wirklich starken Salzburg-Bezug und erzählt ganz, ganz, ganz viel eigentlich von Salzburg, über Tourismus. Und natürlich, also niemand kann vermeiden, so von Zeit zu Zeit ein Tourist oder eine Touristin zu sein. Aber ich glaube, im Prinzip geht es eigentlich um Massentourismus. Also Massentourismus im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling, Städtetourismus, Strandtourismus etc. Ja. Was gibt es denn für euch jetzt die nächsten Bühnenauftritte? Was ist denn geplant? Also dir. Ja, die nächsten Bühnenauftritte sind leider erst im September.
eben, die Situation ist doch ein bisschen schwierig. Und ja, also es heißt nur ein bisschen Geduld haben, aber bis dahin gibt es zumindest dann bald wieder ein Musikvideo, eben das ist in 2 Wochen rauskommen. Und das heißt You're Singing Canary. Und es wird richtig, richtig schön. Gibt auch wieder ein Musikvideo dazu. Und dann habt ihr ja fast in den letzten... Na, bitte, bitte. Ach so, nein, bitte, bitte, lass es dir. Nein, du warst gerade... Einfach weiter, ich stelle es dann noch zurück. Okay, und bei diesem Musikvideo ist es auch so, dass, also es war einer der aufregendsten Musikvideodrehs, die wir bisher hatten, weil wir eine unglaublich aufregende Requisite hatten, und zwar ein brennendes Postauto. Und und vielleicht kann man es damit ein bisschen anteasern. Also es kommen keine Vögel vor in dem Musikvideo, aber dafür ein brennendes Auto. Uiuiui, okay. Hoffentlich habt ihr es nicht selber angezündet. Oder ist es CGI? Nein, es ist natürlich, also es ist halt Video, es ist Video und somit alles Fake. Aber also den Fake haben wir selbst angezündet, ja. Jetzt habt ihr dann quasi jeden Monat, also jetzt seit Mai quasi einen Song rausgebracht. Macht ihr das dann mit der Rate, mit der Geschwindigkeit weiter? Mai ein Song, Juni ein Song, jetzt Juli dann in 2 Wochen ein Song? Hoffentlich. Also wir bemühen uns, das so zu machen. Und der Plan ist, dass wir schon jetzt so in regelmäßigen Abständen, vielleicht nicht ganz monatlich, aber doch in regelmäßigen Abständen Lieder veröffentlichen und letztendlich dann kommenden Herbst das Album in voller Länge auch herausbringen werden. Das ist so der grobe Plan, würde ich sagen. Mhm. Wo kriegt man das Album dann her? Wo seid ihr überall vertreten? Also wo kann man eure Musik quasi anhören? Also selbstverständlich auf Spotify. Also Spotify, iTunes, Amazon, so die ganze Online Streaming-Dienste. YouTube. Genau. Und wir hoffen auch sehr, dass es das Album in physischer Form geben wird. Das hätte ich fast erwartet. Setzen alles dran, dass das auch passiert. Und in physischer Form wird es wahrscheinlich über Konzerte und Live-Auftritte vertrieben. Genau. Hm. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns mal auf die nächste Nummer. Vor allem dann auf dem Auftritt im Herbst, September. Und das Album dann. Und dann würde ich sagen, hoffentlich nächstes Mal sehen wir uns dann hier im Studio. Richtig gerne. Das hoffen wir auch, ja. Vielen, vielen Dank. Ich sage vielen Dank und gute Zeit noch. Bis dann. Danke, ciao. Ciao. Hang around in dirt yards. When we're tourists, we visit all kinds of museums. Tourists take photographs, tourists stand in line, tourists wanna see everything in a minimum of time. When we're tourists, we write postcards to our friends. When we're tourists, we tell them that our impressions are intense. We ride the same as last year. We find the weather's hot here. There's so much I need to tell you. There's so much you must hear. We're tourists. We're tourists. We're tourists. Tourists pay for tickets. Tourists always pay attention. Tourists like to live in their fancy tourist mansions. Tourists visit tourist restaurants and stand around attractions. Tourists walk one way while looking into the other direction. We're tourists. We're tourists.
tourists. We get up early to fill out our day. When we're tourists, we like to hang around with all the boys from art school. Art school, yeah. When we're tourists, we attend art classes in aquarelle. Oh, we'd like to go to Paris just to see what there is apart from the Eiffel Tower and some Notre Dame left over. We're tourists. We're tourists. Oh, we're tourists. Tourists enjoy sunshine. Tourists care about the weather. Tourists sometimes lose each other, but they're happier together. It has happened to everyone. We all have endured this. And once in a while, one caught a boy.